Hi ihr Lieben, ich bin noch beim St. Johannes der Täufer, der Kirche hier beim Greinau. Unmittelbar ist auch der Zugspitzer drüben, Zugspitzer der höchste Stelle Deutschland. Und hier bin ich in der Kirche, die Sonne scheint, blauer Himmel haben wir. Und an dieser Kirche ist, seht ihr dieses Hintergrund? Richtig phänomenal, die ganze Bergen. Richtig schön. Und drüben, das Ganze ist richtig schön. Und hier, was ich wirklich sehr schön finde, ist hier mit Jesus Christus, der König, Gott, der menschliche Gestalt angenommen hat, ist aus Holz geschnitten. Richtig gigantisch. Ein Kreuz. Und der König, Jesus Christus, was man sieht, ist alles Holz hier. Ist richtig schön. Riesengroßes Kreuz hier. Direkt an den Fassaden von St. Johannes der Täufer hier an Granau. Und dieses Ausblick ist wirklich gigantisch, wirklich spektakulär. Das ist wirklich spektabel. Und hier ist das Kreuz zu sehen. Der König Jesus Christus. Einige Leute sagen, das ist der Sohn. Das war nicht der Sohn, sondern Gott hat selbst menschliche Gestalt angenommen. Und hier gleich eine Rose zu sehen. Richtig schön. Ich hatte auch in anderen Videos auch mehrere Videos von Rosen. Das ist gleich direkt vor Jesus Christus, der König. Es ist immer wichtig, wenn man ein Kreuz sieht, da ich selbst eine sehr tiefe jüdische und christliche Glaube habe, hatte ich auch in einem anderen Video auch gezeigt, man muss auch die Füße des Jesus Christus auch küssen. Damit das Ganze auch mit tiefem Geist und Seele und Herz ist. Und hiermit küssen wir auch die Füße von Jesus Christus. So ihr Lieben, bleibt immer positiv. Das Licht ist das Ziel, nicht das Dunkelheit. Frieden ist das Ziel und nicht Krieg. Jesus Christus war Gott selbst, hat menschliche Gestalt angenommen, mein Leben da draußen und nicht der Sohn. Bleibt gesund, euer Armin Zadde.